So, Freunde, nach mir ist heute wieder einer passiert. Ey, ich war gerade tanken, tanken bei Esso, ja. Und da fragt die mich, ey, sammelst du Punkte? Da sag ich, wie sammelst du Punkte in Flensburg oder was? Sagt er, nee, sammelst du Punkte hier bei Esso? Ja, nee, sammel keine Punkte bei Esso. Ja, bei Netto? Ja, nee, auch nicht bei Netto, bin der arme Sau, ich geh mal zum Aldi. Ne, sagt sie, ja, hier kannst du Punkte sammeln. Sag ich, was denn für Punkte, ne? Ja, pass auf, sagt sie, ne? Bei 2 Liter Sprit kriegst du einen Punkt. Sag ich, okay, hat er jetzt 60 Liter getankt? Denke ich, okay, da wären jetzt 30 Punkte, richtig? Ja, richtig, sagt sie. Da sagt sie, was habe ich von den Punkte, sag ich? Da sagt sie, ja, bei 100 Punkte kriegst du 1 Euro gut geschrieben. Okay, 1 Euro, okay, ja, gut. Ja, und wenn du hier im Laden kaufst, dann kriegst du pro Euro einen Punkt. Also quasi bei 100 Euro Einkauf 100 Punkte. Jetzt denke ich, boah, tolle Sache, so Punkte sammeln und so, ne, geil, ne? Geil, Punkte sammeln, ne, so wie Payback-Punkte und wie Kakopunkte, die man überall sammeln kann, ne, super geil, ey. Und dann sitze ich so im Auto, mache mir da so meine Gedanken drüber, ne, und denke, ey, 2 Liter, einen Punkt, ne, wenn ich 60 Liter tanke, sind da 30 Punkte. Da muss ich 3-mal tanken, heißt nach 1,5 Monate habe ich immer noch nicht 1 Euro zusammen. Alter, was soll das Konzept? Und im Laden, ey, für 1 Euro einen Punkt, das sind bei 100 Euro 1 Euro. Das ist 1% Ersparnis, Freunde der Nacht. Die verkaufen einen auch für doof, wo sie nur können, ja? Also, viel Spaß beim Punktesammeln. Euer Theodor. Ciao, ciao.